Da! Zack! War's das? Haha! Boom! Oh nein, der Balken ist wieder da. Oh Gott! Oh nein! What? Was? 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 Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Sekiro. Herzlich willkommen zurück im feudalen Japan. Wir wollen heute den Schmetterling zerschmettern. Und ich dachte mir, vielleicht nutzen wir mal auch ein bisschen die Perks, die wir haben, zu unserem Vorteil. Ich möchte allerdings den Nebelraben mal wieder austauschen mit den Wurfsternen. In der Hoffnung, dass ich damit vielleicht Angriffe von ihr unterbrechen kann. Und weil die fliegt ja so viel durch die Luft und so und schmeißt selber mit Dingen um sich. Vielleicht schmeißen wir diesmal einfach zurück. Allerdings habe ich überhaupt keine Kohle mehr, um mir diese Geistembleme zu kaufen. Aber ich meine, wir hatten mal noch irgendwann mal so ein Säckchen. Ah, 7 Geldbeutel haben wir. Gucken wir mal, wie viel da drin ist. In einem 100. Ja, 100 ist gar nicht schlecht. Weil mit 100 können wir uns, meine ich, schon mal 10 von denen holen. Mache ich einfach mal. Ah, oh, okay. Besitzobergrenze. Was ist denn meine Besitzobergrenze bei Geistemblemen? Wo sehe ich das nochmal? 16. Na gut. Da haben wir mal 16 Stück. Und probieren wir direkt mal aus, inwiefern uns das hier weiterbringt mit der Guten da unten, mit der Oma im Keller. Ja, also ich möchte mir eigentlich vornehmen, ich nehme mir vor, die Dame da hinten in dieser Runde hier heute zu besiegen. Ob das mir auch gelingt, werden wir noch sehen, aber sollte eigentlich machbar sein, glaube ich. Ne? Fängt ja schon mal wieder hervorragend an. Ach, guck mal. Ey, das bringt ja richtig viel. Mit den Wurfsternen. Die hat es jetzt gerade direkt auf den Boden geschleudert da unten. Gut, ich bin jetzt natürlich schon wieder so gut wie abgenippelt, aber das macht ja nichts. Ist ja erstmal wieder die Einstiegsrunde, ne? Da darf man noch nicht viel erwarten. Okay, also so auf die zu werfen bringt wenig. Ich glaube, die muss dann wirklich oben in der Luft sein und ihren Firlefanz da machen. Das hat sie jetzt ja noch nicht. Aber einmal hat es geklappt. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. Ich glaube, die Idee war gar nicht so schlecht. Naja, also jetzt hat es wieder geklappt, aber klappt auch nicht immer. Ah, das war aber schon mal gar nicht so schlecht. Gar nicht so kacke. Jetzt hat sie nämlich schon mal so gut die Hälfte von ihrem gelben Balken voll. Und dann hätten wir sie ja im Grunde schon besiegt, ne? Also zumindest Runde 1. Schauen wir mal. Schauen wir mal, ob wir damit ans Ziel kommen. Jedenfalls nicht im ersten Versuch. Aber das ist ja im Grunde auch irgendwie klar, ne? Das ist... Hoppala, jetzt bin ich direkt darüber gerannt. Auf ein neues! Das Schöne ist ja, wir sind ja super schnell wieder bei ihr. Jetzt trifft mich da so ein kleiner... Oh, so ein blöder. Nee. Wann ist das beste Timing? Okay, wenn sie in der Luft ist, kann sie nicht blocken. Also wenn sie wirklich sich in der Luft bewegt, nicht in der Luft steht, sondern bewegt, dann können wir sie damit treffen. Also so nicht, so schon. Okay. Ja, Kamera, was machst du? Bleib auf der drauf!
Aber da, den Balken voll zu kriegen, ist ja echt schwer, ne? Der geht ja so schnell wieder runter. Aber wahrscheinlich trotzdem noch besser als ihre Energie komplett runter zu bekommen. Aber das Ding ist, sobald wir halt sterben, ist der Balken sofort weg. Ah, ist er gar nicht. Wir müssen einfach nur schnell wieder aufstehen. Dann bleibt er uns noch erhalten. Gut zu wissen. Also zumindest kurz. Aber wir haben leider echt nicht viel Zeit zu verschnaufen. Dürfen gar nicht so viel Zeit verbrauchen, in Deckung zu bleiben. Sondern müssen dann recht schnell wieder in den Angriff übergehen. Und dann aber auch nicht, ja, das ist jetzt passiert, dann auch nicht aus den Augen verlieren, dass sich der gelbe Falken bei, der gelbe Balken bei uns natürlich genauso füllt. Na gut, ich glaube, ich muss mir nochmal so ein paar von diesen Emblemchen kaufen. Mächtige Feinde in alten Erinnerungen. Manche Feinde in alten Erinnerungen des Wolfs sind besonders stark. Scheinen sie unbesiegbar, kannst du die Erinnerung verlassen, weiter erkunden und dich... Jetzt ist schon wieder weg. Aha, wollten die uns gerade weiß machen, dass der Gegner an dieser Stelle noch zu stark für uns ist, oder was? Ach, Quatsch. Sind sie zu stark, bist du zu schwach, Freunde? Wir machen das. Wir erledigen die. Wie viel habe ich jetzt? 12? 14. Jo. Reicht erstmal. Den Bogenschützenmann aus dem Weg. Dem sterbenden Mann kurz zunicken und dann geht's hier weiter. Später zurückkehren. Nö. Leute, machen wir direkt. Damit wir mit sehr großer Motivation uns an andere Gegner wagen können, weil wir wissen, dass wir sogar schon die starken Gegner vorher besiegen. Ey, das habe ich doch geblockt gerade. Was soll das? Kommt ihr da einfach angeschimmelt? Jetzt habe ich schon wieder sehr wenig Energie. Soll ich jetzt mein Fläschchen schon nehmen? Weil ich kann jetzt halt kaum mehr parieren, ne? Ah, das ist nice. Ey, ich kann die da echt, wenn sie auch ihre komische Stampfattacke macht, im Flug quasi unterbrechen. Ich nehme das jetzt, das Fläschchen. Weil der Balken bei ihr schon recht gut ist. Oh, was macht sie? Ah, verdammt, schnell wieder aufstehen, schnell wieder aufstehen. Dass der Balken noch ein bisschen da bleibt, wo er ist, weil der ist gerade gar nicht so verkehrt. Der ist gar nicht so verkehrt. Weil dann können wir sie nämlich ungefähr mit der Hälfte ihrer Energie schon besiegen. Naja. Schade, jetzt war ich zu gierig, Aber dann wäre es möglich, sie am halben Lebensbalken quasi schon in die nächste Phase zu schicken. Und die Frage ist natürlich auch, was passiert in der nächsten Phase? Ist sie das gleiche nochmal oder ist sie dann stärker als vorher? Ich befürchte Zweiteres. Und dann müssen wir eh gucken, was sie noch auf Lager hat für uns. Oder ob das hier noch der einfache Teil ist. Wir gucken uns das an. Wir schauen uns das in aller Ruhe an. Und schlagen dann zu. Aus der Dunkelheit im Schatten. Nö, dann Quatsch, da oben brauchst du jetzt gar nicht mehr zu machen. Das, da haben wir jetzt ein Allheilmittel für. Scheinbar doch nicht. Sag mal.
Das war schon mal wieder gar nicht so ein guter Einstand. Die hat nämlich schon wieder sich komplett entspannt hier. Ach, nee. Nee, das war nix. Das war nix. Da bin ich jetzt gerade sehr planlos reingegangen. Manchmal trifft er die gar nicht, leider. Wenn sie sich zu schnell bewegt, dann treffe ich sie mit den Sternchen gar nicht. Ich frage mich, ob wir irgendwann noch das Problem haben, dass wir unsere komische Knallerbse schon verbraucht haben und die dann eigentlich noch brauchen könnten, weil sie ihre eigentliche Macht noch gar nicht ausgespielt hat. Mal gucken. Jetzt müssen wir erstmal durch Phase 1 kommen. Und ganz so einfach, wie ich mir das gerade ausgemalt habe, wird es dann doch nicht. Aber ein bisschen Land sehe ich trotzdem. Etwas Land sehe ich. Zumindest eine leichte Verbesserung, dass ich immer mehr verstehe, was sie vorhat. Zum Beispiel die Attacke, wenn sie nach oben geht. Und ihre Tritte kann man auch ganz gut abwehren. Oh oh, was jetzt passiert? Da! Zack! Ja, wäre schön, wenn es das gewesen wäre, oder? War es das? Fertig oder was? Haha! Boom! Oh nein, der Balken ist wieder da. Was ist? Was ist? Wo ist sie? Oh nein. Was macht sie jetzt? Oh Gott! Oh nein! What? Was? 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 Was ist jetzt passiert? Wieso sind hier plötzlich 100 Leute? Ach du Scheiße. Kann ich die wegmachen? Okay, nee. Hilfe. Was? Was? Okay, ich glaube, gegen die brauche ich gar nicht kämpfen. Was? 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 Was ist denn jetzt passiert? Was hat mich jetzt gekillt? Haben die sich so aufgelöst in irgendwelche... Ach du Scheiße. Jetzt wurde ich von irgendwelchen Lichtkugeln... Ne. Okay. Unser Geld geht dann aber auch schneller zur Neige, als ich mir erhofft hatte. So viel haben wir gar nicht mehr von diesen Säckchen. Und dann wird es natürlich nochmal ein bisschen schwerer, weil dann haben wir unsere Sternchen nicht mehr. Und ohne Sternchen, kannst du mir nicht nochmal so eine Knallerbse geben, Kollege? Jetzt weiß ich nämlich, was mit Illusion gemeint ist. Das waren nämlich jene, die wir gerade gesehen haben. Und die hätten wir mit dieser Knallerbse wohl ganz gemütlich einfach wegerbsen können, aber können wir jetzt nicht mehr. Habe ich ja völlig... Oh Mann. Was war das? Diese eine Attacke. Habe ich ja völlig blauäugig, habe ich die verbraucht vorhin. Ich drücke direkt auf Sterben. Ich glaube, das lohnt sich nicht, den Kampf weiterzumachen, wenn ich wirklich nach dem ersten Schlag schon weggeschmettert werde vom Schmetterling. Hier machen wir nochmal. Machen wir direkt nochmal. Kein Problem. Kein Problem. Du machst mir keine Angst, Oma. Ich lerne dich einfach innig kennen. Auswendig lerne ich dich. Und dann war es das mit deiner Vierlefanzerei hier. Ich glaube, es macht auch gar nicht Sinn, immer komplett versuchen zu getimed zu parieren, sondern einfach, man kann ja auch normal parieren. So. Dann verliere ich zwar schneller von meinem Balken, aber
Wird halt auch unwahrscheinlich weniger getroffen. Ah, da stand der blöde Balken im Weg. Scheiße. Dich hole ich aus der Luft. Balken ist schon gut wieder voll bei ihr. Komm, spring. Ja. Gar nicht so schlecht. Ah, zu gierig. Zu gierig. Da dachte ich, die drei, vier Schläge schaffe ich noch. Habe ich dann aber nicht mehr. Okay, ey, gar nicht so kacke. Wir können jetzt noch einmal sterben. Und Fläschchen haben wir keins mehr. Und jetzt müssen wir gucken, wie wir mit diesen Geistern hier umgehen. Wo ist er denn jetzt wieder? Ah, hier direkt drauf. Direkt. Komm da runter. Feige. Die feige Sau. Oh. Oh. Ach du Kacke. Du wirst ja auch sofort umzingelt. Ey, guck mal, jetzt hat sie aber wieder zwei Balken. Oder was? Muss ich jetzt nochmal zweimal gegen sie gewinnen? Mit den ganzen Illusionen oder was? Was? Nee, oder? Weil dann sehe ich nicht unbedingt Land. Dann wird's schwer. Aber die Illusionen sind nicht die ganze Zeit da, wie mir scheint, weil im Moment bin ich wieder alleine mit ihr. Ja, aber dafür kommen noch diese Lichtdinger dazu. Das ist eine neue Attacke. Wie weiche ich den aus? Na, jetzt kommen die Illusionen wieder. Okay, dann müssen wir uns verpissen. Auf Kosten von ihrem Balken, der dann natürlich wieder weggeht. Okay, den Sachen können wir einfach ausweichen. Macht es Sinn, die Geister zu bekämpfen vielleicht? Nee, ne? Jetzt hat sie wieder alle platzen lassen, das heißt... Na, nee. Da reicht Ausweichen nicht. Ich glaube, da muss ich wirklich in den Vollsprint gehen. Und auf die andere Seite vom Raum laufen oder sonst irgendwas. Okay, Und schon sind sie wieder weg, unsere Geisterembleme. Wieso drücke ich eigentlich immer hier drauf? Relikte will ich gar nicht hin. Ich möchte ins Inventar. Nochmal ein bisschen güldene Säckchen öffnen, um nicht mehr ganz so güldene Geistembleme zu kaufen. So. Okay, Phase 2. Ich fürchte, wir müssen sie dann von ihrem Lebensbalken komplett befreien, weil den Durchbruch schaffen wir dann wahrscheinlich nicht, wenn sie ihre Freunde dazu holt, feige wie sie ist. So, diesmal springe ich rüber über diese blöde Attacke, die sie da immer gerne macht am Anfang. So, versuchen wir erstmal relativ gut ausgerüstet in die zweite Phase zu kommen. Ja. Super. Hervorragend ausgerüstet. Könnt ihr ja mal schreiben, ob das noch ein einfacher Boss ist oder schon einer der schwierigeren. Und vielleicht auch, wie lange ihr für die gebraucht habt. Nee, aber ich möchte wirklich ungern die Erinnerung jetzt verlassen. Jetzt sind wir schon so lange in dieser Erinnerung drin. Und gar nicht mehr dem Hauptweg gefolgt, dass ich hier auch bleiben möchte.
und die abschließen, weil ich glaube, wenn wir die hier besiegen, dann ist die Erinnerung auch abgeschlossen, weil da hinten gibt es ja keinen Weg mehr, ne? Das ist jetzt wahrscheinlich einfach nur die besiegen und dann dürfen wir uns freuen und bekommen vielleicht noch eine kleine, feine Belohnung. Wir müssten hier dann auch nicht mehr zurück. Das wäre doch gar nicht so schlecht. Hey, jetzt hat er einfach nicht getroffen. Jetzt hat er sie einfach in der Luft nicht getroffen. Ah. Komm runter da. Spiel kein unfaires Spiel. Kämpfe mit mir. So. Ist schon kein guter Run gerade, würde ich sagen. Ich verstehe nicht, warum sie manchmal extrem schnell ihren gelben Balken oben verliert und manchmal braucht er ziemlich lang, bis er wieder kleiner wird. Von was für Faktoren hängt das denn ab? Hängt das zusammen, wie ich pariere, ob sie mich trifft oder nicht? Also Fakt ist ja schon, dass auch bei den Gegnern der Balken sich langsamer regenerieren kann, wenn nur noch wenig Leben da sind, ne? Also wie bei mir auch. Das ist ja zum Glück gleiches Recht für alle. Ja, uns geht das Gold aus. Ich fürchte, von den Ninja-Sternen müssen wir uns bald verabschieden, wohl oder übel. Zwei Runden habe ich noch. Mist. Schade, schade. Oh Mann, aber eigentlich ist sie auch, glaube ich, gar nicht so schwer in ihrer ersten Phase. Bin nur ein bisschen ungeduldig vielleicht einfach noch. Weil die Attacken lassen sich fast alle gut abwehren, bis auf ein paar, nämlich die sie am Anfang macht zum Beispiel gerne mal. Macht sie jetzt natürlich nicht. Was ist mit meinem Balken los? Beruhigen Sie sich. Okay. Und drauf, auf ein neues. Ah, wieso hat der jetzt getroffen? Hatte ich keine, nicht mehr genügend Balken unten oder was? Spring! Schnell ein Kürbissäftchen getrunken. Und dann wieder direkt drauf. Guck mal, jetzt regeneriert sich mein Balken da unten gar nicht mehr. Richtig, ach so, weil mein Leben auch verwirkt ist schon. Jetzt habe ich Angst, dass es wieder passieren kann, dass er einfach nicht trifft, wenn die da oben ist. Weil dann kann ich echt wenig machen. Dann macht sie ihre komische Klammerattacke da. Ah, verdammt. Komm, steh schnell wieder auf. Die ist schon fast weg hier. Ist es gut, sie in eine Ecke zu treiben? Ne, jetzt sehe ich nämlich gar nichts mehr. Ah, und bin tot. Ach, super. Haha, toll. Klasse. Ja, Leute, bis jetzt schmettert hier nur einer jemanden weg und das ist sie mich. Gehen Sie aus dem Weg. Ich habe Dinge zu tun.
Mit dir wollte ich gar nicht reden. Mit dir wollte ich gar nicht reden. Auf dich bin ich ein bisschen beleidigt, weil du mir nur so ein blödes Knallerbschen gegeben hast. Was soll ich denn damit machen? So. Bis jetzt gar nicht so schlecht. Von der Quote her, wie wir getroffen wurden, nämlich gar nicht mal so viel. Ah. Aber das kann sich halt auch innerhalb von einer Sekunde wieder alles ändern. Und dann steht man wieder da. Hat keine Kürbissäftchen mehr. Darf nicht nochmal auferstehen. Und kann im Grunde direkt aufhören. Ah Gott! Was ist da wieder auf mich hereingeprasselt? Ah. Komm. Das ist echt ein ständiges. Ah, jetzt hat sie mich wieder. Habe ich zu spät meinen Stern geworfen. Ein ständiges Spiel zwischen parieren, schlagen, parieren, schlagen. Und das Fiese ist, es gibt so eine leichte Verzögerung in den Eigengaben, weil, also wenn ich jetzt zum Beispiel hochspringe, dann springt er nicht in dem Moment direkt hoch, wo ich den Knopf drücke, sondern beginnt halt da die Animation des Springens. Und die braucht aber halt ein bisschen. Also ihr hört das vielleicht ein bisschen, wenn ich den Knopf drücke. Hört ihr das? Wie, und dann seht ihr so richtig, wie verzögert das ist. Und beim Schlagen ist das auch so, dass er braucht halt seine Zeit, bis er den Schlag ausgeführt hat. Was zeitgleich geht, ist quasi das Blocken, aber der Rest nicht. Und das kommt erschwerend bei allem hier nochmal hinzu, dass man das mit einberechnen muss, dass der ja auch braucht ein bisschen, bis er seine Aktion ausgeführt hat. Und diese Millisekunden, die können es halt dann mal entscheiden auch. Es sei denn, das ist ein Bug und ich mache mir hier einen unnötigen Stress. Aber ich hätte jetzt gedacht, das soll so sein. Dass das so ein bisschen sich klobig anfühlt hin und wieder. Ich meine, so war das ja auch in Dark Souls so. Ah, manchmal springt sie dann so komisch weg. Ah, je. Ach Gott. Jetzt sehe ich hier wieder gar kein grünes Land. Kein grünes Land, sagt man das? Gar kein Land. Ich sehe gar kein Land. Kein grünes, kein braunes, kein weißes. Ja, tot. Tot, tot, tot. Jetzt komme ich gar nicht mehr in die zweite Phase. Was ist denn jetzt los? Es hat doch so gut angefangen. Nee, 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 nee. Mann. Wir besinnen uns, wir fokussieren all unsere Energie in das Katana. Oh, und wir kaufen nochmal Geisterembleme. Weil wir mal wieder keine haben. Und aber nur noch einmal Geld. Das war's gleich, Freunde, mit den lustigen Sternchen. Dann gibt es nur noch mich, die Klinge und meine überschaubaren Fähigkeiten. Wo
Und lohnt sich das immer, die Münzchen von dem mitzunehmen? Die verliere ich sowieso, wenn ich sterbe, oder? Die kann ich hier auch gar nicht mehr aufsammeln. Schade. Nee, ist dann wohl lost. Ist dann wohl lost. Vielleicht sollte ich als kleine Sicherheitsvorkehrung, wenn sie diesen Sprungangriff macht, den ich unterbrechen kann, trotzdem nach dem Werfen nochmal so einen Ausfallschritt nach hinten tun, damit mich auf jeden Fall dieser Umklammerungsgriff nicht treffen kann. Und diese Schwungattacke ist bei ihr eigentlich auch ganz wirkungsvoll. Das da. Nämlich jetzt schon ein paar Mal gesehen, dass ich mich so in einen Angriff von ihr reinwerfen kann. Und er dann ihr da aber dabei ausweicht, was eigentlich ganz geil ist. So, ich vergönne dir kein Päuschen. So wie du mir keins gönnst. Nur bin ich, befürchte ich, nein, jetzt kommt das. Gefährlich, gefährlich, gefährlich. Ah, Mann. Jetzt war meine Verteidigung durchbrochen. Das hat mich den Kopf gekostet. Ja, das meinte ich. Jetzt hat er es gerade eben gemacht. Jetzt ist er einfach an ihrem Angriff vorbei reingesprungen. Hey, wo ist sie? Wo ist sie denn? Komm runter wieder. Schluss jetzt. Okay. Wir kommen wieder in Phase 2. Ich sprint direkt dahin, wo sie erscheint und hause schon ein paar Mal. Vielleicht kann ich ja auch hinter ihr auftauchen und ihr einfach ein Messer in den Rücken rammen. Naja, nee, geht natürlich nicht. Jetzt müssen wir uns sowieso mal erstmal verdünnisieren hier. Und da locke ich jetzt mal nicht, damit wir besser ausweichen können. Weil wenn wir hier einfach durchrennen, dann geht das viel besser. Oh oh. So, jetzt schauen wir mal, ob wir da ausweichen können, wenn wir einfach durchrennen. Ja, das geht. Okay, sehr gut. Und danach können wir sie wieder locken. Wo ist sie? Da ist sie. Eieiei. Oh je, oh je, oh je, oh je. Ah, damit habe ich nicht gerechnet. Aber jetzt hatte ich eh wieder so wenig Energie. Da war es eigentlich schon wieder vorhersehbar, was hier passiert gleich. Okay, aber wir haben jetzt für jeden ihrer Angriffe eine Lösung. Zumindest wissen wir, wie wir uns bei jedem Angriff verhalten müssen. Jetzt gilt es nur noch, dieses Wissen in einem fast perfekten Durchlauf aneinander zu reihen und schon haben wir sie besiegt. Ja, easy, oder? Was soll da schon schief gehen? Ach, manchmal denke ich, sie springt und dann springt sie aber und macht nicht ihre Attacke, sondern schmeißt mit ihren, wie nennt man die überhaupt? Ich, ja, es sind halt Messer irgendwie, ne? Mit ihren Wurfmessern. Dann bringt mir das nichts, wenn ich dann meinen Ninja-Stern da dazu schmeiße. Weil dann treffen mich die Sterne einfach trotzdem. Nicht die Sterne, die Messer. Guck mal, das meine ich. Jetzt hat sie gerade komplett ihren Balken verloren gehabt. Komplett. Und zwar innerhalb von einer Sekunde war der wieder weg. Woran liegt das? Erklärt's mir, bitte. Was passe ich hier? Was mache ich falsch?
Oh je. Wir sind schon wieder tot. Im Grunde sind wir schon wieder tot. Mit einem Bein im Grab sind wir wieder. Während die hier wieder pupsfidel ihre Akrobatik macht, bin ich schon wieder dabei, meine Sargnägel selber in meinen Sarg reinzuhauen. Hör auf damit! Lass das! Ach, so ein Minisprung da. Ah. Hallo, ich war noch gar nicht aufgestanden. Man tritt doch nicht auf Gegner, die am Boden liegen. Gute Frau. Ist das eigentlich meine Oma? Ist das meine Mutter? Nee. Sie die Mutter des Uhus. Dann wäre sie meine Oma. In dem Fall wäre sie meine Oma. Ah. Ich mach die Oma jetzt ins Koma. Fun. Mist. Also an dem Tag, wo der mich hier am Anfang mal verletzt, dann gibt's einen kleinen Rage Quit vielleicht. Ich möchte nicht mit ihr labern, ich möchte auch nur die Münzen einsammeln. Oh. Jesus Christus. Der Balken schon wieder fast voll. Nur weil ich ein paar Messerchen abgewehrt habe. Frech. Ah, ich habe doch Springen gedrückt, aber das meine ich. Da drückst du Springen und dann fehlt dir eben die halbe Sekunde. Muss man vorher sehen. Ich meine, die Attacken, die kündigen sich ja auch alle an. Sie macht ja immer dieselben Bewegungen, wenn sie bestimmte Attacken einleitet. Aber das muss man halt lesen können. Die muss man halt alle lesen können. Das muss man in- und auswendig kennen. Da, also das ist ja auch frech, ne? Wenn sie da nochmal so eine Stufe runtergeht auf ihre... Was ist das? Spinnennetze? Was macht die da? Ist das eine Spinne? Ist meine Oma auch noch eine Spinne? Mensch, hier tun sich Abgründe auf. Familiäre Abgründe tun sich hier auf. Ja. Schau nicht so, Sekiro. Schau nicht so. So vorwurfsvoll. Aus dem Bildschirm raus. Warum lässt du mich gegen diese Oma verlieren? Besiege sie! Okay. Vielleicht kurz vor ihr verbeugen, macht man das so? Sie möchte nicht. Na komm. Kurzen Stare-Down und dann komm einfach her. Ob man die Fähigkeit zu parieren noch aufleveln kann irgendwann? Also, dass man länger mehr wegstecken kann? Ach... Länger mehr wegstecken kann, wollte ich sagen. Oder bleibt das so anfällig? Diesmal nicht von oben. Ja. Energie nicht vorhanden. Mann, du. Ach, ich habe gar keine Sterne mehr. Jetzt ist es soweit. Jetzt muss ich wieder durch reines Können. Habe ich ja. Ich sehe nichts.
Ich sehe nichts. Ich bin noch gesprungen. Das Ding ist, er bricht dann seine Aktion auch nicht ab. Er macht seinen Schlag dann erstmal noch fertig. Dann denkt er so, jetzt gehe ich mal in die Hocke. Und dann sende ich mal ein impulsives Signal nach oben, dass ich jetzt nach oben springe. Und dann, Freunde, ja dann springe ich. Und wieder guckt er so. Jedes Mal, wenn er diesen Bogenschützen fertig macht, guckt er mich so an. Mach jetzt was. Du blamierst dich. Merkst du das nicht? Wolltest du nicht schon längst was anderes tun? Du bist ja immer noch hier. Seit 40 Minuten schon wieder. Verdammt nochmal. Ja, vielleicht wird dieses Let's Play jetzt ein ewiges Let's Play, an der ich verdammt bin, wie in einem Fegefeuer, immerzu gegen Schmetterling zu kämpfen. Vielleicht ist es das, vielleicht. Ich bin doch weggerannt. Ist doch scheiße. Was soll ich denn da machen? Ich hab... Ja, wenn ich wenigstens noch... Wurfsterne hätte, aber die habe ich jetzt ja auch nicht mehr. Das habt ihr mir ja auch weggenommen. Alles nehmt ihr mir... Alles, was Spaß macht im Leben, nehmt ihr mir weg. Und zurückbleibt eine Oma mit Krallen. Ja, komm. Oh. Im Grunde hat man, wenn man das Symbol sieht, ich schätze mal so 30 Millisekunden, um auf Springen zu drücken. Was viel klingt, ist aber nicht viel. Bringen mir irgendwelche Konfekte was? Habe ich hier irgendwas, was mir noch was... Kontaktmedizin, was ist das? Ach nee, das ging Gift. Konfekt hier erhöht kurz Schaden an der Haltung. Und Vitalität. Ist vielleicht gar nicht so schlecht. Habe ich aber nur eins von. Und das, was macht das? Reduziert den Vitalitätsschaden. Aber wie lang, ist halt auch die Frage. Ich nehme jetzt mal so ein Konfektchen. Ich gönn mir mal so eins. Schauen wir mal, ob wir da einen merklichen Unterschied von haben. Weil, im Inventar bringt es uns ja auch nichts. Ah, Öl habe ich noch. Über die ein Feuer zu setzen. Wieso drücke ich denn heute so oft auf dieses Ding hier? Hier ist nichts. Das war... Was bringt das nochmal? Eine Einheit Auferstehungsmacht stellt sie daher. Ja gut, wann bringt uns das was? Im Kampf ja wohl... Der braucht wahrscheinlich ein bisschen. So, wir nehmen mal so einen Konfekt. Huja! Es leuchtet mir so rot. Daran sehen wir, dass es... gerade wirkt. Und dann schauen wir mal, wie lange das wirkt. Und was es genau tut. Weil bis jetzt merke ich keinerlei Einfluss. Ja. Wollte gerade sagen, jetzt habe ich sie eigentlich gerade schon mal ganz gut gegeben gehabt. Aber dem war nicht so. Dem war ganz und gar nicht so. Mir hat es gegeben. Weißt du, normalerweise, wenn man zu Oma geht, kriegt man ein Käffchen, einen Kuchen, hat geiles zu essen manchmal. Was gibt's bei dir? Schläge, Frust, aufs Maul. Ach, Mann.
Wie soll ich das schaffen? Leute, okay. Scheiße. Ja, das Leben ist kein Ponyhof, ne? Das Leben ist kein Schlotzer. Wie man im Schwarzwald sagt. Spring! Schlag, Block! Weich aus, Schlag! Ins Leere, springen, warum? Was mache ich? Mach alles gleichzeitig. Wieso hast du mich getroffen? Ich hab's nicht verstanden. Verdammt nochmal. Ich glaube, bisher haben wir immer noch mehr Versuche gehabt bei dem lila Ninja als bei ihr. Was aber eher gegen uns spricht, einfach nur. Also gegen mich. Nicht gegen euch, nur gegen mich. Ihr scheitert hier ja schließlich nicht. Bin ja nur ich. Ihr schaut mir nur dabei zu, wie ich kläglich versage. Kläglichst. Ich frage mich ja immer, wieso die Spielentwickler, die müssen das ja immer alles testen dann auch. Ob das dann bei denen in der Firma ein guter Gegner ist, wenn die selber alle dran verkacken, oder? Ich meine, die wissen ja genau, wie ihre Gegner funktionieren, die sie selber kreieren. Ich gehe nach Hause. Nee, ich gehe nach Hause. Erst wirst du mit dem Pfeil beschossen, dann kriegst du auch noch Dreck ins Gesicht. Nee. Einfach nee. Okay. Ein, zwei Versuche habe ich noch. Und dann ist das, glaube ich, die traurigste Folge, die ich bisher aufgenommen habe. In der ich am wenigsten Fortschritt gemacht habe. Außer, dass ich sie natürlich ein bisschen besser kenne, weiß, wie sie sich bewegt. Vielleicht muss ich doch mehr auf Lebensenergie gehen. Weil dann braucht man natürlich viel länger, aber man kann auch viel besonnener gegen sie antreten. Weil man nicht die ganze Zeit auch noch zusätzlich den Druck hat, rechtzeitig wieder angreifen zu müssen, bevor sie sich wieder beruhigt hat. Oder zumindest mal ein bisschen mehr abzuziehen und dann Richtung Balken zu spielen, weil dann lädt er sich ja nicht mehr so schnell auf. Weil wie man sieht, ich verstehe sie ja, ich weiß ja, wann sie was macht. Aber wenn ich dann das Gefühl habe, schnell wieder an sie ran zu müssen, dann gehe ich halt mehr Risiken ein. Ist ja ganz klar. Und dadurch, ja, hast halt ganz schnell wieder die Quittung. Auch mein Balken ist dann natürlich immer wieder Fugazi. Tausende Menschen haben diese Frau schon besiegt, ich werde es auch machen. Einfach positiv bleiben. Einfach positiv bleiben.
Da hätte ich parieren sollen, nicht ausweichen. Mein Fehler. Nee, euer Fehler. Ist alles eure Schuld. Oder die Steuerung. Oder der Controller. Ja. Oder das Wetter. Ja, genau. Aber wenn der mich erwischt, dann hasse ich es einfach. Da. Kommen Sie zurück. Kommen Sie zurück. Wir sind ja noch nicht fertig, wir zwei. Noch nicht. Noch klammere ich mich an meinen letzten Funken Leben, der gleichzeitig mein letzter Funken Hoffnung ist. Ja, nee. Nee, 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 nee. Tja. Tja, tja, tja. Okay, Leute. Wir kommen schon zum letzten Versuch für diese Folge. Und das ist auch der Zeitpunkt, wo ich gerne auch einen Tipp annehme. Bitte nicht irgendwie so voll spoilern, aber vielleicht gibt es ja einen kleinen Tipp gegen die. Nur einen kleinen. Damit ich hier nicht noch Jahre festhänge. Ansonsten ist da meine Devise schon eher, ich möchte es selbst schaffen. Mache ich ja am Ende auch, aber Kamera. So einen kleinen feinen Tipp. Zumindest, ob ich diese Kampfmechanik eigentlich grundsätzlich richtig verstanden habe mit den Balken. Oder ob ich da was übersehe. Das würde mich interessieren. Da gerne was dazu schreiben. Oder ob es eine Fähigkeit gibt, die ich deutlich zu selten einsetze, die aber durchaus praktisch ist. Sowas auch gerne. Ja. Aber keine cheesy Tipps. Also ich möchte nicht cheesy spielen. Gibt ja immer so ein paar Tricks manchmal, wo du einen Gegner irgendwie dahin glitschen lassen kannst und dann steht er einfach nur zu dumm rum. Also sowas bitte nicht. Sondern nur, wie es das Spiel vorgesehen hat. Ach, Mann. Ich hätte gern noch einmal geschafft, in die nächste Phase zu kommen. Einmal hätte ich es gern noch geschafft. Immerhin das, immerhin das. Nee, einmal mache ich es noch. Ich mache es jetzt noch einmal. Und da trifft er mich auch noch. Ich gehe wieder. So eine Scheiße. Wieso passiert denn das manchmal? Was ist mit dir? Was ist mit dir jetzt, hm? Was soll denn das? So zielsicher plötzlich. Aber der wollte heute auch noch mal einmal ein Erfolgserlebnis haben, ne? Hat ja auch wenig. Der hat genauso viele wie ich tatsächlich. An diesem heutigen Tag erlebt. Hier und da ein Treffer, aber sonst die meiste Zeit dann doch eher einfach nur sterben. Und weil ich sogar zweimal sterbe pro Runde, hat der es noch ein bisschen besser als ich, der Bogenschütze. So muss man es auch mal sehen. Dem Bogenschützen geht es einfach besser als mir. In dieser Welt. Ah, Mann.
Oder es ist halt echt sinnvoll, später hier hinzukommen, weil man da zumindest mal viel mehr Kürbisfläschchen hat. Weil dadurch wird's natürlich einfacher, ne? Also je mehr Heilungsmöglichkeiten man hat, logisch. Weil ich habe halt nur 2. Das ist nicht viel. Aber ich schätze halt auch, dass man nur wieder welche bekommt, wenn man halt auch Bosse legt. Die liegen ja nicht einfach so irgendwo rum. Oder doch? Wo habe ich denn das erste her? Ich weiß das gar nicht mehr. Von Yuzo? Nee, ne? Der hat mir nur einen Scheiß hinterlassen. Kotze hat er mir hinterlassen. Vielleicht muss ich mehr um sie rumkreisen. Vielleicht stehe ich noch zu sehr. Ah, auch nicht schlecht. Das ist tatsächlich gar nicht so schlecht, um sie rumzukreisen. Besser spät als nie bemerken, ne? Aber... Ah ja. Nee. Weil... Es hat nicht sollen sein heute, liebe Leute von heute. Danke trotzdem, dass ihr mich auf diesem leidvollen Weg begleitet habt. Und wie gesagt, gerne irgendwelche Tipps. Give it to me. Und sonst auch gern Daumen hoch, runter. Sagt mir, dass ihr es toll findet. Sagt mir, dass ihr es scheiße findet. Das Übliche. Und komm, du schießt mich noch ab zum Schluss. Oder auch nicht. Ansonsten, viel Spaß beim Zocken. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Abonniert gerne den Kanal. Und bis bald. Tschüss.